Wie man am besten Strom herstellt und Stromleitungen verlegt, also wie man das am besten macht, ist am Anfang ein bisschen kompliziert. Denke ich, kann aber jeder von uns schaffen. Wenn wir in der ersten Stadt sind, in Sanctuary heißt es, glaube ich, hier, oder? Warte, sonst. Ja, wirklich wieder. Sanctuary, genau, das ist ja die erste Stadt. Und da haben wir dann unsere ersten Aufgaben, die wir dann bauen müssen und so weiter und so fort. Und ihr möchtet ja Strom, Licht haben, Disco-Kugeln, dies, das, pipapo. Dafür braucht man so einen Generator. Der hat jetzt zum Beispiel 5 Punkte. Da kann man also 5 Stromelemente anschließen. Also so eine Lampe 1, Disco-Kugel 2, 3. Das sind jetzt 4 Sachen. Wir haben jetzt insgesamt ihr Lichter angeschlossen. Und dann zeige ich euch mal, wie das geht. Ihr geht halt in den Baumodus auf V. Und rundherum hier sind ja überall auch so Häuser, wo Möbel drinne sein können und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann zum Beispiel hingehen. Wenn ihr jetzt sagt, das würde ich gern verwerten, dann drückt ihr halt einfach R und drückt verwerten mit Enter oder E. So, und dann habt ihr Stahl, das dann in die zum Bau einfach in diese euer Gebäude hier eingefügt wird. Das ist dann hier irgendwo drinne im irgendwo in diesen Kästen. Das könnt ihr dann mitnehmen oder wie ihr das auch haben wollt. So, dann geht ihr erstmal auf Struktur. Mach hier mal, ich glaube, ich habe genug Holz. Genug Holz, um mal ein Wand zu bauen und ein Dach. So, wir machen jetzt erstmal eine Wand. Und die könnt ihr jetzt, die nächsten Wände könnt ihr ja jetzt immer hier ransetzen. Fittet sich so von alleine ein. So, dann gehen wir zurück und holen uns mal ein Dächlein. Das wollen wir aber die andere Richtung. Ah, okay, das Dach wurde. Die Wand ist falsch rum dran, ne? Okay, das heißt, wir hätten das so ranbauen sollen. Ja, ist jetzt egal. Ist eigentlich egal. Doch, ist egal. Wir hauen mal ein Dach rein. So, und jetzt kommen wir nämlich dazu, dass wir jetzt auf Strom, auf Generatoren. Und dann bauen wir so einen kleinen Generator. Oder können wir 3 Sachen anschließen, einfach zum Testen. Stellen wir das Ding hier hin. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann wollen wir jetzt natürlich auch Licht machen. Aber um Licht zu machen, brauchen wir diese Sache hier, die dann in der Nähe des Lichts stehen. Die dürfen nicht zu weit weg sein. Und die machen dann automatisch Licht. Wir können das hier hinstellen. Dann müssen wir eine Lampe nehmen. Wir nehmen mal eine Disco-Kugel, einfach um das zu testen. Kleben das Ding hier ran. Und das war's eigentlich schon so gut wie. Jetzt gehen wir erstmal wieder schön aus dem Baumodus raus. Gucken uns das Ganze mal an. Hier ist unsere Energiequelle. Hier ist das Teil, das den Strom weiterleitet zu den, also in so einem bestimmten Umkreis ungefähr hier so. So in dem Umkreis leitet das Ding Strom an das Licht weiter. So, und wir machen das Teil dann an. Drücken wieder V, also V gedrückt halten, dass wir in den Baumodus kommen. Dann müssen wir hier das abbrechen. Dann können wir von hier aus, Space, seht ihr unten, Kabel anbringen. Das heißt, wir drücken hier drauf und dann seht ihr hier das Kabel. Das können wir hier oben dann anschließen. Dann drücken wir nochmal Space, um Kabel anzubringen. Zack, und schon automatisch alle Geräte, die Strom brauchen, Lichter, Disco-Kugeln, egal was, hat jetzt Strom und ist hier vorne bereit zur Benutzung. Wir können das jetzt auch noch so machen, dass wir zum Beispiel einen Stecker nehmen. Jetzt hier so eine Steckschaltung, die hier hinkleben. So, zum Beispiel. Ich vergesse das immer wieder. Dann nochmal in den Arbeitsmodus wieder. Und von hier ist es. Ah, mir fehlt Kupferdraht. Schade, um das weiterzumachen. Normalerweise könnte man von hier jetzt nach da
Und dann könnte man hier jetzt den Schalter benutzen und dann würde das, dann könnte man die Disco-Kugel aus- und anschalten. Das können wir jetzt leider nicht mehr machen, aber ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen helfen, wie man zum Beispiel Strom herstellt. Ihr braucht halt so einen Generator, ihr braucht genug Kupfer. Guckt auch immer nach Dosen. Dosen sind immer sehr, sehr wichtig. Was auch noch wichtig ist, wenn ihr baut zum Beispiel und hier rundherum ihr die ganzen Häuser zum Beispiel leer macht. Ich habe euch das ja gezeigt, so hier mit R. Und dann verwerfen, würde ich nicht immer machen. Ihr könnt das auch machen, dass ihr zum Beispiel auf ein Item guckt, abdrückt und dann könnt ihr Hüttenwand wegpacken, anstatt das kaputt zu machen. Weil meistens ist es teurer, die Sachen neu zu bauen. Das heißt, ihr drückt einfach Tab und Hüttendach einfach wegmachen. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier drauf geht und ihr wollt das machen und Hüttendach, dann seht ihr hier unten schon eine 1 unten dran stehen. Das heißt, ihr habt die dann noch sicher über und könnt damit Sachen bauen. Ihr seht ja oben rechts, bauen mit Hüttendach. Wir haben 1419 Holz und 991 Stahl. Das bekommt man aus allen möglichen Sachen. Aluminium braucht ihr auch sehr viel. Also haltet immer Ausschau nach Dosen. Überall liegen so eine Aluminiumdosen rum. Die braucht ihr. Ist ganz, 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 ganz wichtig. Müsst ihr ganz, ganz drauf achten. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps braucht, was man so bauen kann, wie was funktioniert, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann helfe ich euch. Das ist auf jeden Fall, wie man erstmal so einen Stromkreis herstellt. Weiß nicht jeder, wird auch nicht immer gezeigt. Deswegen danke und tschüss.